begrüßen das Kennenlied-Reigestern und das Tambo-Chor Edelweiß. Hier haben wir standen, das Dreierstern aus Kemmenich, Session 2011-2012. Herzlich willkommen. Mitgebracht haben sie herrliche Einmarsch gespielt, Tambo-Chor Edelweiß. Herzlich willkommen auch an euch, genauso. Im Hintergrund die ganze Begleitung von der Borschnappe, auch euch. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr aus Chemnitz hier runtergekommen seid. Aber ich hoffe, ihr habt auch noch ein paar Wachhunde da gelassen, weil Chemnitz so ganz alleine, das ist ja halb Chemnitz unterwegs. Ich selber bin auch, ich kann auch nicht aufpassen. Also, ich hoffe, es geht in Chemnitz nicht schief und die Einbruchrate wird jetzt nicht drastisch in die Höhe getrieben. Ich will begrüßt vorstellen, lieber René, ich weiß, bei dir kribbelt das immer so. Du bist total heiß, total jeck und ich weiß, die ganze Vorbereitung, ich habe mal mitkriegen, wie ihr drei Spaß an der Freude habt, natürlich mit eurer Equipe im Hintergrund. Aber du bist immer ganz heiß und wo ich dich gesehen habe, hast du mir Freude und Spaß verbreitet. Ich gebe dir jetzt einfach das Wort und dann stelle ich mich daher für. Danke, lieber Günni. Tag zusammen! Ach, der Musik ist auch da. Hallo Musik! Ja, fast erlauben. Der Juni hat auch schon schön hier rein geredet. Wir sind aus dem Dorf gekommen, vom Berg, mit allem Mann, vom Tambo-Chor, mit dem Borschknappen. Wir haben ja dieses Jahr eine Luxussession. Wir haben vier Garten, zwei davon sind dabei. Lieber Freund Willi als Tambo-Führer mit dem ganzen Tambo-Chor und die Mädchen da hinge und die Ruth Röck. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind ja zusammengekommen, war zufällig, ne? Ja, schön. Es wird immer Spaß hier als Tür, fällt auf Schuss, wunderbar, alles schön bunt. Was mir gefällt, sind die Heißluftballons. Das ist phänomenal, oder ist das Luftpost? Es ist Jonas, schönes Tischreservier mit der Ballonsche, das ist eine schöne Idee. Der König hat uns schon vorgestellt, Koch, dennoch, wir sind vom Fußballclub in Kennenich, stolz darauf, in Kennenich im Fußballclub zu sein. Und wir haben dieses Jahr Jubiläum, 80 Jahre haben wir Jubiläum, deswegen haben wir auch ein Motto, genau was dazu passt. In Kennenich sind 80 Jahre am Ball, feiern wir mit euch, der Karneval. Allah! Thank you.
Schöne an Festausschüssen ist immer, dass viele Gesellschaften vertreten sind und viele Gesellschaften sich die Moderation teilen. Der Thomas Klug von der Kajuja, du hast den Ort schon auf eurer Sitzung bekommen. Deswegen würden wir gerne nach vorne bitten, dich Thomas, Georg und dich natürlich auch, lieber Günni, wenn ihr im Moment schon Zeit habt. Alter vor Schöner, ich schieb das mal so weiter, ne? Wir möchten euch ganz, ganz gerne und mit voller Stolz unseren Ohren überreichen. Und das werden wir jetzt machen. So, Foto. Komm mal hier, zwei Hübschen. Wir haben ja hier ein Paparazzi dabei, guck mal. Von rechts, von links. So, bevor die Batterie an der Heue leer wird, würde ich schnell ausrufen auf die neue Ordensträger. Dreh kennen nicht! Altürt! Festausschuss! Vielen Dank, danke für die Aufmerksamkeit. Der Günther wollte uns noch kurz vorstellen. Ja, ist ja gut, du kannst es ja jetzt. Dankeschön. Wenn ihr jetzt kennt, die junge Hand, dann möchte ich euch vorstellen. Aber du, René, du brauchst keine Angst haben. Guck mal da oben. Goldenberg Berufskolleg. Also Strom, da soll es nicht drallieren, das drehen wir hier noch. Also, der Eugen Spam, auch schon mal. Lieber Eugen, an dich recht herzlichen Dank. Du stellst immer hervorragend hier die Pausen und auch die Ein- und Ausmärsche. Und der Thomas da unten an der Technik, auch dir recht herzlichen Dank. Ich meine, ich kenne die auch. Wie ist das vorgesehen, ne? Als je da so musst du hängen hatte, das ist schön. Weil da kann ja eigentlich nichts passieren. Normal brüllt ja nicht ab, das ist schon das Hirn. Das ist nicht wirklich so schön. Kennt ihr die A3-Gestirn der Version 2011-2012? Gestellt zum 80-jährigen Jubiläum des SV Scandinavian. Deshalb möchte ich nochmal auch euch herzlichen Glückwunsch zu 80 Jahren und zu eurer Regentschaft ausrufen. Ob das ganze Schmutz hier vom Fußballverein, wofür ich mich dann richtig durchstelle. Weil ich bin in Kendenich jetzt mittlerweile gut beheimatet. Ich bin in Altürk groß geworden. Aber so wie ich in Kendenich aufgenommen worden bin, ich kann mich immer nur für den ganzen Kenden hier verneigen, denn es war wirklich einmalig. Dankeschön. Gewonnen und ich jetzt auch schon die Ecke zahl, 11 Jahre kennen die mich. So lange habt ihr mir schon Asyl gewährt. Und ich durfte auch schon mal bei den Borstappen im Dreierstern mitmachen und durfte da auch die Jungfrau stellen. Aber da jeder nicht drum. Ist unser Prinz René der Erste. René, Höller! Wenn ich sage, der Deftierbohr, meine ich, du bist wirklich der Deftierbohr. Gott, war ein Hungergur, den ihr gemacht hast. Aber ist nicht schlimm. An seiner Seite, Bauer Daddy, Detlef Singen.
schönste, das alte, alte Schönste, was Gendernis zu bieten hat. René, hey, hast du zu deiner Rechten genommen, von euch aus gesehen links, und aber zur Orientierung. Aber, da steht sie, Jungfrau Theodora. Theo, hallo! Ich meine, ihr drei, ihr verbreitet schon sehr viel Spaß und Stimmung. Sie machen auch Platz, denn sie wissen, wenn sie das ein bisschen zu verdanken haben, das sind nämlich nicht nur allein, können die das nicht. Du stehst dafür und musst was schwaden. Ihr zwei, Stotter, Never und muss auch immer gut lachen, auch wenn ihr manchmal nicht mehr lachen ist. Aber da sind im Hintergrund immer welche, die alle Fäden ziehen und... Es sind all die standen am Anzug, die hier schon. Der Hans-Leo Platz ist der Prinzenführer. Der Aufbürger Willi Kirion, die Adjutanten. Die Vater, der Mike Mitchell und der Jörg Theo. Alle Männer, ohne euch geht das Ganze. Nämlich auch nicht so reibungslos. Ganz allein könnt ihr das nicht. Ich denke, wir sollten auf die stolze Equipe im Hintergrund auch ein Gruß rufen. Ein dreifaches Gennenich. Prinz René, der Dreieste. Nein. Ihr macht mich nervös. Fesselschuss. Ich hab eher Pferde, hab ich gemacht. Wenn ich nämlich den René in die Ohren hole, mit zwei, wenn wir uns irgendwo sind, naja, immer ein bisschen Schalke im Nacken. Nee, Schalke im Nacken mit, der Gäste nehme ich, nee. Obwohl, wenn ich die Farbe so verlore, ne? Aber was auch schön ist, im Hintergrund, immer begleitet, immer dabei, immer wenn es ist, der Dreieckstern oder. Eine Prinzessin oder wer noch ist, zu begleiten im Hintergrund der schmucke Tanzchor und die Begleitung von den Borstappen. Recht herzlichen Dank auch an euch. Willi, wünsche Willi wenig jetzt. Es ist wieder ein Freund gewesen, wie ihr hier inmarschiert seid, wie ihr mit eurer schönen Tönen. Hey, die Glück beim Einmarsch so begeistert hat. Ich denke, das wird auch keine Einzelpassung. Schlüpfe für euch jetzt für Stelle. Martin noch ein kleines